Dobre dan, wir sind hier im Falkensteiner Hotel Maria Prag im Zimmer 112. Wir machen mal einen kleinen Schwenk hier in das Zimmer rein. Hier ist das Doppelbett. Schön modern eingerichtet ist das Zimmer. Ein kleiner Schwenk darüber, da ist eine Sitzgelegenheit. Schön mit netten Kissen und einem Couchtisch davor. Und dann schwenken wir hier rüber über das Bett und haben da dann den Arbeitstisch, haben hier Fernseher und eine Nespresso und eine, Entschuldigung, Tivo Caffissimo-Maschine, Kaffeemaschine mit ein paar kleinen Kaffeetabs früh morgens zum selber machen. Ein kleiner Wein steht da. Oh, das Licht am Bett geht von selber aus, wenn man irgendwie ans Bett stößt oder so. Aber das ist hier so ein kleiner Schalter, kann man selber machen. Ganz interessant sind die Betten. Nicht so die üblichen Hotelbetten, wie man sie sonst so irgendwie gewohnt ist, sondern ganz normale, simple Holzbetten. Relativ einfach. Aber schlicht und schön, vielleicht so eine Art skandinavischer Stil hier drin oder so, leicht, leichte Designoptik, auch der Schreibtisch, so leichte Designeroptik mit geschwungenen Beinen, ganz in Schwarz. Was vielleicht erwähnenswert ist, sind hier diese Flecken auf dem Tisch, sind entweder von der Putzfrau übersehen worden oder da hat jemand heiße Kaffeetassen abgesetzt und der Tisch ist schon beschädigt. Das, was natürlich sehr schade ist, da kann dann das Hotel nichts dafür. Dann gehen wir hier ins Badezimmer rein und haben hier einen riesigen großen Spiegel, schön beleuchtet, Waschbecken, Toilette und eine große Badewanne. Auch mit Seifutensilien dabei. Ja, das ist so ein sehr schönes, sehr nettes Zimmer, hell, geräumig. Was vielleicht auch ganz interessant ist, ist vielleicht so, wo das Design mit der Praxis, mit der täglichen Realität dann zusammentrifft, ist dann hier an der Tür zum Badezimmer. Das ist eine Schiebetür, ich schiebe die mal hier so zu. Und wenn die so rüber geht, dann hinterlässt die da oben ziemlich unschöne Streifen in dem Lack, in der Malerfarbe. Und hat auch schon die Wand da oben ganz schön beschädigt. Naja, gut, das ist schade. Aber eigentlich eine sehr schöne Idee, wie man aus diesem Altbauzimmer ein modernes, interessantes und schniekes Zweibettzimmer, Doppelzimmer machen kann, inklusive Sitzgelegenheit und ein paar Bildern von Prag und einem ganz netten Schrank hier. Also, das ist das Zimmer 1 und 2 im Falkensteiner Hotel Maria in Prag. Ciao und Servus.